Herzlich willkommen zu einer Folge. Ich bin gerade noch im Marsch. Wir werden gleich die Kühe versorgen am neuen Herbsttag, erst Mitte. Dann beginnt die Ernte mit Gerste. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis es trocken wird. Aktuell so feucht. Dann werden wir gleich mal gucken wegen Stroh. So ein bisschen beeilen. Stroh wäre nicht so tragisch. Wenn kein Stroh da ist, gibt es Gülle. Wenn nur Stroh da ist, gibt es Mist. Und Futter ist noch genug da. Die Mischration ist noch sehr, sehr weit ausreichend. Zehre immer noch von. Ja. Vom Anfang. Den Kühen geht's auch sehr gut. Wir sind fett geworden schon, aber sonst geht's. Und wie gesagt, Futter ist genug da. Und Heu, Silage, Gras reicht auch noch. Gras fressen sie von der Weide. Passt. Da kommen wir nicht durch. Den werden wir hier stehen lassen, beziehungsweise wegfahren, weil wir einen Attraktor wieder raus wollen. Wir wollen ja gleich mit der Aussaat beginnen, sobald das. Also mein Plan, was ich machen wollte, wird so nicht aufgehen. Wir werden jetzt im Herbst kein Gras mehr ernten. Beziehungsweise wird überladen von anderen Erträger. Weil. Wir haben noch feucht, wir werden jetzt entsprechend mähen. So. Ein Ton leiser machen. So. Ja. Wollte ich jetzt. Achso. Cosplay. Und zwar. Hier haben wir noch keinen Kurs gespeichert. Macht aber auch nichts. Hier nehmen wir zwei Fahrzeuge. Das passt so nicht, die Breite. Sollten 10 Meter sein normalerweise. Das ist ein neuer Traktor. Metallicfarbig. Auch mal, da bleibt mal gehalten. Upp, ist einer fertig. Feld Nummer 13 oder 14 ist gedüngt. Der hat keine Pflegebereifung, das nehmen wir runter. Mein noch ist nicht so tragisch, noch ist können wir keinen Schaden anrichten. Aber im Frühjahr werden wir wahrscheinlich gut Gras mähen können. Aber am zweiten Tag spätestens und dann gleich. Ja. Und jetzt müssen wir sehen, was wollen die haben? Ah, keine Ahnung, ist egal. Einsteigen. Ende geht auch nicht, so nass. So. Kursgenerierung 12, zwei Fahrzeuge, 9 Meter soll das sein. Soll eigentlich nur 10 sein, wenn man von außen stimmt. Eine Bahn, das heißt mit dem zweiten Traktor wird es zwei Bahnen. Nehmen wir zwei. Weich, hoch, runter, das passt. Uhrzeigersinn, glaube ich. Gut. Zurück. Du wirst links starten. Von ersten Wegpunkt.
Und jetzt gehen wir gleich. Dann werden wir hierher noch flügen am besten. Oder auch nicht, mal sehen. Kopieren. Ne, da muss ich dran sein. Muss praktisch 11 Meter sein. Das ist der hier. So. Aktiviert, das passt. Letzte Bahn. Rechts passt auch. Ersten Wegpunkt. Ersten Wegpunkt hat er Verband aktiviert. Aktiviert. So, Tank ist voll, dann kann der loslegen. Ersten Wegpunkt. Und ganz kurz gucken. Hier irgendwas noch aktiviert, aktiviert, deaktiviert. Und wie steckt der Verkehr fest? Hat er schwarz gemacht, auch der andere auch. Entlasten. Ja, wird wohl passen, ne? Wenn wir gleich sehen. Normalerweise der erste so eingestellt, der andere eigentlich ganz gut. Obwohl wir eigentlich das Gerät eingestellt haben. Nicht mehr was außerhalb klicken, geht gleich länger um den Arsch. Gut, jetzt können die beiden das entsprechend fertig machen. Hoffe natürlich, dass es klappt. Na, nicht so schnell. 5 vom Einstellen. Wir wollen ja nicht noch Weizen, Gerste. Jetzt wo ich die Teile sehe, kann ich sagen, aha, die sehe ich auch öfter mal. Das sieht schon mal ganz gut aus. So. Weil ich will nicht länger warten, bis es noch mehr. So. Sollte eigentlich reif sein, aber bestimmt zu nass. Erntereif. Ach, das war nicht mal. Erntemenge 144.048. Aha. Das heißt, 2 LKWs, 1,5. Noch sehr nass. Könnte ein bisschen Wind aufkommen, ne? Aber hier kann man die Dresche schon mal vorbereiten. Lass mich rein. So. Zwar ersten Punkt.
Kursgenerierung. Das werden wir schon mal löschen gleich. Du beginnst dann rechts, zwei Stück. Vorgewende noch eins. Ja, auf 15. Eins. Weich. So. Rechts deaktiviert. Wir fahren immer ein bisschen zurück. Also für unseren Acker rechts auf Feld 1 sehe ich schwarz. Beziehungsweise dunkel. Dass nichts wird. Wir machen den manchmal auf. Der fährt rechts und der wird links fahren. Der hat keinen Kurs geladen. Das ist gut und schlecht. Da kopieren wir den mal gleich. Du wirst links fahren. Deaktiviert, das passt. Mal auch mal den Deckel auf. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Kann sein, ob das funktioniert. Probe. Ja, das war mir befürchtet. Weil oben rechts in der Sonne ist ein Symbol, das heißt Feuchtigkeit. Und das ist im Grunde schlecht. Dann müssen wir noch warten. Das heißt, wir werden den auch mal vorne wieder einklappen. Wer hat das gemacht? Wenn nass ist, nass, ne? So, zwei fahren aktuell. Dann werde ich mal die Ballenpresse aktivieren. Weil das bringt ja nichts hier zu warten, stehen. Oh, das ist schlecht. Aber gut, was soll's. Ich glaube eh nicht, dass er noch reif wird, das ist eher unwahrscheinlich. Also dritten Tag im Frühling aussehen ist dann, sagen wir ganz, ganz grob, zu spät. Kann natürlich sein, dass es mit dem Schlaf zusammenhängt, oh, noch schlechter, dass es dann entsprechend irgendwelche Störungen gab im Wachstum. Was ich mal nicht ausschließen kann jetzt, ist zwar blöd, in Anführungszeichen, aber gut, was soll's, ist leider passiert. Im Winter wäre das echt besser, wenn man würde schlafen, ne? Aber wenn das Wachstum dann verkehrt läuft oder die Tiere sterben, ist es schlecht, sag mal so. Dann werden wir schön Ballen pressen. Fahren wir die mal hin. Ja. Scheint gute Arbeit zu machen. Gut, wenn man daneben tippt, ist man daneben, ne? So, jetzt fahren wir los. Richtung Feld Nummer 14.
Das war aber irgendwann ist mein Intaktor jetzt verhauen. Irgendwie kommen wir mir heute nicht klar. Zur Empfindlichlenkung. Ah, der Fan war nicht so empfindlich. Kurs mal gleich löschen. Den alten. Das passt sowieso nicht. Ja, sieht allgemein schlecht aus, immer so. Oh, hier spinnt er ganz schön. Oder ist das Ding noch runtergestellt? Nö. Vorne das Gewicht ist auch oben. Hm. Gut, kann man nicht erklären. Da fahren unsere Rasenmäher. Putzis. Ja, im Winter können wir Bäume fällen, ne? Das wollten wir mal so machen. Gut, da sind die ja bald. Dann wollen wir schauen, noch einen zweiten Takt dafür, einen dritten. Da war noch einer. Den wollte ich nicht nehmen. Den Fett können wir nehmen. Tacken? Nee, machen wir's. Stroh brauchen wir keins, haben wir genug. Stellen wir dahinter. Machen wir Deckel zu. Ein paar Momente fährt mal zu der nächsten Wiese. Holen wir den nächsten Ballenpresse. Habe ich auch wieder verkehrt gemacht mit dem Grasmähen. Hätte eigentlich in der Mitte anfangen müssen. Das wäre vom Logischen her besser. Weil dann kann er auch in der Mitte anfangen und dann kann er beim Wenden stehen die Ballen dann nicht im Weg, weil keine da sind. Gut, nun ist egal. Vielleicht können wir da mal umprogrammieren. Na, mal sehen. Ah, der Fan fährt sich ein bisschen besser. Weiß nicht warum. Ist so. Jetzt haben wir 10.52 Uhr. Wird aber spät trocken. Gut, das ist immer normal. Das ist BL. Sprungschanze haben wir trotzdem. Auch mit dem Fan. Kartoffeln werden wohl nichts mehr werden. Naja, macht nichts, wir werden mal sehen. Wenn ich daran denke, früher Mission, dann durfte ja nicht zurück von der 17er auf und andere Aufgaben machen. Das war ja, da hast du innerhalb von 10 Sekunden, glaube ich, Zeit gehabt zurückgehen und dann war die Mission abgeschlossen oder ja, fehlgeschlagen. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sagt mal Tschüss und mein Gewinnbild. Ciao. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.